Wir haben heute auf der Uni was Lustiges gemacht, davon wollte ich dir erzählen. Die Professorin hat zuerst gesagt, es wird eine Überprüfung geben und wir waren schon etwas nervös. Aber dann war es einfach ein Quizspiel und es war total lustig. Wir haben das mit Kahoot gemacht. Kahoot? Was ist das? Das ist so ein Online-Quizspiel, da kann man einfach die Fragen eingeben und andere können einfach mit einem Handy, Tablet oder PC mitspielen. Also man braucht gar kein Konto dafür. Klingt interessant. Wir könnten heute einen dicken Tiger-Stammtisch dafür verwenden, dass jeder seine Lieblings-Online-Tools vorstellt. Online-Tools gibt es mittlerweile unzählige und für alle Anwendungsbereiche. Sie haben den großen Vorteil, dass man immer darauf zugreifen kann. Für manche Tools braucht man einen Account. Neben spielerischen Tools wie Kahoot gibt es auch solche, die Arbeitsprozesse optimieren sollen, zum Beispiel Trello. Das ist ein Tool zum Planen von Projekten. Man kann digitale Karteikarten erstellen und abhaken, was man erledigt hat. Aber man benötigt einen Account. Auch Programmieren lernen kann man mit Online-Tools, zum Beispiel mit Scratch. Es bietet eine grafische Programmieroberfläche und man kann damit direkt im Webbrowser kleine Spiele erstellen und mit der Community teilen. Ich glaube, diese Liste könnte man noch unendlich erweitern. Ja, vielleicht sollten wir das generell in unseren Stammtisch aufnehmen. Wir könnten immer die ersten paar Minuten über neue Tools reden. Gute Idee. Da fällt mir noch eins ein. Es ist zwar kein Online-Tool, aber es hilft mir in meinem Alltag sehr. Und zwar muss ich in meinem Studium oft etwas skizzieren oder zeichnen. Und da verwende ich ein Grafiktablett gemeinsam mit einer Zeichensoftware. Da kann man so gut zeichnen und schreiben wie mit einem echten Stift. Ja, aber das funktioniert nur, weil du so gut zeichnen kannst.